Der Leitindex in den USA, der S&P 500, kratzt an seinem Allzeithoch, ist kurz davor, vielleicht wird es heute noch überboten. 4.818 Punkte ist die magische Marke, die ziemlich genau vor 2 Jahren erreicht wurde, nämlich Anfang Januar 2022. Dann kam damals das Fed-Protokoll, als die Fed klar machte, hups, wir werden die Zinsen anheben und damit auf die Inflation reagieren. Dann war es vorbei mit der Party, Stück für Stück ging es dann 22 nach unten, bevor dann 2023 die Erholung kam, weil die Märkte seitdem auf dem Trichter sind, die Fed wird die Zinsen senken, und das ist jetzt auch der Grund für die Rallye im S&P 500, dass man sich sagt, die Zinsen werden deutlich runtergehen, und normalerweise ist das auch gut für Kryptos, wie zum Beispiel Bitcoin, das allerdings jetzt 15% verloren hat seit Genehmigung der ETFs, und vielleicht könnte sich jetzt so ein Muster wiederholen, by the rumor, sell the fact. Bei Bitcoin war es so, dass Investoren gekauft hatten, als die Aussicht eben da war, dass diese ETFs genehmigt werden. Kaum war dann das Faktum eingetreten, ging es mit den Kursen nach unten, und so könnte es auch passieren beim S&P 500. Der macht ein neues Allzeithoch. Die Wall Street würde diese Headlines lieben. Neues Allzeithoch, S&P 500. Die Kleinanleger strömen in Massen, angezogen von diesen Headlines, in den Markt, und dann haben die Dickfische die Möglichkeit, ihre sehr, sehr teuren Aktien in die schwachen Hände zu verkaufen, nämlich an diese Privatanleger, die euphorisiert sind über das neue Allzeithoch bei dem Leitindex S&P 500. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Hier sehen wir es, da sind wir jetzt dran. Wie gesagt, 4.818, vorhin waren wir bei 4.815 schon einmal, vielleicht sind wir jetzt schon drüber, keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir, dass das jetzt natürlich spitz auf Knopf steht, ob hier dieses Hoch erreicht werden kann. Wie gesagt, die Presse würde sich drauf stürzen. Hier sehen wir mal aus charttechnischer Perspektive dieses Allzeithoch, dass wir vermutlich überbieten werden, dann wahrscheinlich an die obere Trendkanalbegrenzung laufen, dann oben im RSI eine Divergenz ausbilden, und dann könnte es das gewesen sein vorerst. Also ist vielleicht noch Luft nach oben, aber die Frage ist, wie viel? Und warum könnte es das gewesen sein? Weil dann vielleicht klar wird, dass die Märkte zu optimistisch sind in Sachen Zinssenkungen, zu viel eingepreist haben, was sich dann nicht realisieren wird. Wenn wir jetzt mal unter die Oberfläche gucken und schauen, wie ist die Struktur dieser Rallye, dann sehen wir, nur 66% der Aktien handeln über ihrem 200-Tage-Schnitt im S&P 500. Das ist ja ein sehr wichtiger gleitender Durchschnitt, der auch von Institutionellen stark beachtet wird. Im Prinzip sagt, eine Aktie ist im Aufwärtstrend, wenn sie über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handelt, oder sie ist im Abwärtstrend, wenn sie drunter ist. Also 2/3 sind im Aufwärtstrend, 1/3 nicht. Das ist der geringste Wert jetzt seit einem Monat, und das, obwohl der S&P 500 praktisch auf Allzeithoch ist. Hier sehen wir das unten in dieser Grafik. Sehen wir oben die Advanced Decline Linie, also Anzahl der Aktien, die steigen, minus Aktien, die fallen. Und wir sehen, das geht deutlich nach unten, während der S&P 500 weiter nach oben geht. Das nennt man eine negative Divergenz. Und wir sehen es auch an den Geldströmen. Hier fließt weiter Geld in die Magnificent Seven, also in die Tech-Aktien. Aber es werden aus anderen Aktien, aus anderen Sektoren werden weiter Gelder abgezogen. Alle sitzen also im selben Boot, alle haben dasselbe Investment, und so ein ähnliches Muster sehen wir dann heute wieder mal. Eine Nvidia, eine Google, eine Apple, eine Microsoft, die positiv sind. Ausnahme mal wieder Tesla von Elon Musk. Da geht es weiter bergab. Viele Aktien heute auch wieder im Negativen, obwohl die Indizes positiv sind. Am positivsten natürlich der Nasdaq mal wieder, während die Small Caps wieder mal im Minus sind. Dabei hatten viele ja gesagt, wow, also die Small Caps, die werden vielleicht jetzt die Gewinner des Jahres 2024 sein, die Tech-Werte diesmal nicht. Mal sehen, wie es dann ausgeht, aber bisher haben auf jeden Fall diese Nebenwerte, diese Russell 2000 Aktien, das Ganze nicht wirklich einhalten können. Wir sehen schon, dass sich etwas geändert hat. Noch vor kurzem haben die Märkte erwartet, dass 7-mal die Zinsen senken, die Fed die Zinsen senken wird, bei nur 8 Sitzungen im gesamten Jahr. Also Januar nicht, das hat man nicht im Fokus, aber ab März dann jedes Mal sollen die Zinsen sinken. Jetzt hat man diese Erwartungen reduziert auf um und bei 5 Zinssenkungen, was aber die Aktienmärkte jetzt momentan noch nicht davon abhält,
auf ein neues Allzeithoch zu steigen oder die US-Aktienmärkte, also S&P und Nasdaq. Und hier Aussagen auch heute von Goolsbee, so ein bisschen, naja, also wenn die Daten es hergeben, dann können wir die Zinsen senken, wenn nicht, dann vielleicht nicht. Und das Problem bei der Fed ist, dass sie im Prinzip schon die Geldpolitik ja aufgeweicht hat. Zwar schrumpft die Bilanzsumme der Fed, wie Sven Henrik hier zeigt, aber die Reserves at the Fed, also die Gelder sozusagen, die hier die Banken haben, die sind stärker gestiegen, nämlich 346 Milliarden, als die Reduzierung der Bilanzsumme durch die Fed. Also kann man nicht wirklich davon sprechen, dass wir eine geldpolitische Straffung nach wie vor haben. Gestern hatte ja Bostic, das Fed-Mitglied, gesagt, also drittes Quartal könnte man mal drüber nachdenken, die Zinsen zu senken. Das wäre für die Märkte eine wirklich schlechte Nachricht, wenn die Fed das wirklich erst so spät macht, nämlich im dritten Quartal. Man erwartet ja eigentlich schon mit knapper Mehrheit, dass jetzt im März die Zinsen sinken. Und in Sachen Fed und Banken auch noch relevant, es wird ja dieses Bank Term Funding Program, dieses Notprogramm, was in der Bankenkrise im letzten Frühjahr installiert wurde, das dürfte enden im März. Und jetzt hat die Fed offenkundig beschlossen, dass jede Bank in den USA das sogenannte Discount Window mindestens einmal im Jahr nutzen muss. Dieses Discount Window ist auch so eine Art Noteinrichtung. Da haben zum Beispiel Silicon Valley Bank und so weiter haben noch im letzten Mal versucht, darüber Geld zu bekommen. Und die Silicon Valley ist dann pleite gegangen, weil sie praktisch nicht mehr Zugriff hatte auf dieses Discount Window, weil es schon Freitagnachmittag war und die Herrschaften von der Fed nicht mehr am Platze waren. Dadurch bekamen sie keine Gelder mehr, mussten dann praktisch die Segel streichen. Also jetzt hat die Fed so eine Art Notprogramm, Zwangsnotprogramm eingerichtet. Jede Bank muss einmal auf jeden Fall sich da Geld holen. Sehr merkwürdiger Vorgang insgesamt. Kommen wir now to the Bitcoin. Wir haben jetzt die Situation, 15% ging es seit der Zulassung von Bitcoin nach unten. Wir sind dann nochmal kurz nach oben in Richtung 50.000, 49.000. Heute waren wir schon fast unter der 40.000er Marke, sind dann nochmal ein bisschen angestiegen. Jetzt, als ich es zuletzt gesehen habe, BlackRock's Spot Bitcoin ETF ist wohl der erste, der dann 1 Milliarde Volumen haben wird. Also BlackRock scheint hier erstmal am erfolgreichsten zu sein, was die Gelder betrifft, aber es ist halt jetzt nicht mehr so richtig sexy mit Bitcoin, denn jetzt ist praktisch sind die Fakten geschaffen worden. Buy the rumor, sell the fact, kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsache. Jetzt ist die Tatsache da, also wird verkauft und eines aber ist klar, normalerweise profitiert, wie gesagt, Bitcoin von fallenden Zinsen. Liquidität ist für solche Kryptos eben ganz, ganz wichtig. Jetzt sehen wir, dass auch durch die Fed-Politik und durch die Zinssenkungserwartungen, die an den Märkten herrschen, die Konsumenten immer hoffnungsvoller werden in den USA, sichtbar heute im Verbrauchervertrauen, deutlich, deutlich besser als erwartet, wirklich deutlich besser in allen Bereichen. Auch die Inflationserwartungen sind deutlich gesunken, die für ein Jahr jetzt auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 2020. Ich glaube, dass die Leute da ein Fehltiming haben, denn es zeigt sich, dass die Inflation sich mindestens stabilisiert, aber eben nicht weiter runtergeht. Jetzt kommt diese ganze Lieferkettengeschichte mit den Houthis dazu, aber wir sehen hier diesen Optimismus auch in Davos, wo zum Beispiel der Optimismus der CEOs extrem groß ist, trotz dieser geopolitischen Spannungen. Heute immerhin Iran und Pakistan haben gesagt, wir wollen unsere Beziehungen wieder verbessern. Aber however, jenseits also des Optimismus in Sachen Wirtschaft sehen wir das eben auch in den Artikeln über Soft Landing der Wirtschaft, neues Allzeithoch jetzt erreicht. Noch nie so viele Artikel über eine weiche Landung der Wirtschaft. Und das Ganze wird ergänzt durch zum Beispiel bei Google die Suchen nach Rezession fallen immer weiter. Da war der Peak im Juli 2022. Und meistens ist das Schicksal das, dass wenn die wenigsten etwas erwarten, dann kommt es und wann alle etwas erwarten, so wie damals eben die Rezession, dann kommt sie nicht. Also das wäre der nächste Treppenwitz der Geschichte und ein Auslöser könnte eben sowohl für Inflation als auch für Rezession sein, eben diese Lieferschwierigkeiten, die immer stärker werden. Hier hat jetzt ein wichtiger Mann aus dem Bereich, nämlich Matthew
Burgess von C.H. Robinson gesagt. Also das ist jetzt eine Situation, die mindestens schon nahe der Situation in Corona ist, aufgrund eben dieser Turbulenzen in Sachen Rotes Meer. Wir wissen ja, dass Versicherungen sich jetzt weigern, amerikanische und britische Schiffe überhaupt noch zu versichern, die durchs Rote Meer fahren. Die Crews, die es dennoch tun, also die Seeleute, die kriegen jetzt offenkundig eine Verdopplung ihres Lohns, wenn sie es eben machen. Und gleichzeitig wird den Crewmitgliedern aber gesagt, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt vorher aussteigen. Jetzt haben die Houthis ja dreimal diese Woche schon US-amerikanische Schiffe attackiert. Und Biden hat heute zugegeben, dass das wohl so weitergehen wird, dass also die ganze Geschichte jetzt nicht enden wird in absehbarer Zeit. Das heißt, wir werden eine Lieferproblematik haben, eine Kostenthematik haben. Kommen wir, meine Damen und Herren, bevor ich Sie gleich ins Wochenende entlasse, nach China. Hier wieder ziemlich katastrophale Headlines. China hat jetzt 6,3 Billionen an Marktkapitalisierung verloren an seinen Aktienmärkten. Wir sehen China's Mutual Funds implode. Also da werden massiv Gelder abgezogen. Nach wie vor ziehen Ausländer Gelder ab aus China. Wir sehen, dass Huarong abgestuft wurde zu Junk bei Moody's. Und was machen die chinesischen Trader? Die kaufen japanische ETFs. Die sorgen dafür im Prinzip oder sorgen mit dafür, dass der Nikkei deutlich steigt, der derzeit. Da scheint es ja auch keine Grenze zu geben. Die sind in der Nähe schon auch bald der Allzeithochs aus den 1990er Jahren. Also die Chinesen treiben die Rallye in Japan an. Auch eine lustige Geschichte. Kommen wir nochmal zu etwas anderem. Nämlich Elektroautos. Hier hat Ford heute bekannt gegeben, dass es seine Produktion des F-150 Lightning Electric Trucks reduzieren wird. 1400 Mitarbeiter sind davon betroffen, die wahrscheinlich jetzt wieder entlassen werden. Also irgendwie schleppende Nachfrage, die hier der Fall ist. Der CEO von Stellantis, Tavares, hat gewarnt. Also wenn du hergehst wie Tesla und eben die Preise ständig senkst, ohne Rücksicht auf deine Kosten, dann endet das Ganze irgendwann in einem Blutbad. Und Tesla ist ja federführend bei dieser Preissenkung. Neue Daten zeigen übrigens, dass der Cybertruck, anders als Tesla gesagt hat, nicht etwa so 550 bis zu 550 Kilometer Fahrleistung hat, sondern 164 bis 206 Meilen haben Tester herausgefunden. Das Ganze mal 1,6, dann hat man etwa die Kilometerzahl, die europäische Kilometerzahl, wären also so um und bei, naja, 290, 300 vielleicht, aber eben nicht mehr. Neuer Gebrauchtwagen-Check bei TÜV, Teslas Model 3, unrühmliches Schlusslicht, wie es da heißt. Und da denken sich die Deutschen, wenn also der, oder die deutsche Regierung genauer gesagt, wenn also der Absatz von Elektroautos einbricht, dann müssen wir uns über was überlegen, um das zu verhindern. Also könnten wir doch eine drastische Steuer für Verbrenner uns mal überlegen. Folge wird sein, wie Christoph Kanne hier sagt, dass sowohl die deutsche Autoindustrie beschleunigt zusammenbricht und immer mehr Leute sich eben kein Auto mehr auch leisten können. Also wieder die nächste fatale Idee, die bestimmt diese Bundesregierung noch viel populärer macht, als sie es ohnehin ist. Jetzt hat das Wirtschaftsministerium von Habeck gesagt oder ein Papier vorgelegt, das davon ausgeht, dass wir eine anhaltende wirtschaftliche Schwächephase in Deutschland haben werden. Mit anderen Worten, es wird auf absehbare Zeit nichts mit dem grünen Wirtschaftswunder, überraschenderweise. Jetzt fragt Katharina Bruns, ja, was sagt denn der Fratscher dazu, der Marcello? Ne, der wird sagen, ja, das Wirtschaftswunder passiert, ihr merkt es nur gar nicht. Ne? Das ist der Marcello. Ne, wenn du einen Schönfärber brauchst, dann musst du den Marcello Fratscher anrufen und der wird dir dann gleich mal wieder die ganze Sache schönfärben. Das hat heute auch Finanzminister Lindner in Davos versucht, ob Deutschland der kranke Mann sei Europas, wurde er gefragt. Nein, sagt er, wir sind nur ein bisschen müde und müssen jetzt ein bisschen Kaffee trinken.
Immerhin wird jetzt die Stromproduktion in Deutschland wieder deutlich steigen. Es rollt ein Wintersturm auf uns zu. Manche sprechen hier schon in den Medien von einer Winterhitze, weil die Temperaturen eben wieder nach oben gehen werden. Dazu gleich mehr. Wir haben hier in Hamburg, wo ich lokalisiert bin, jetzt die größte Hochhausruine Europas. Signas Hamburger Renommierprojekt Elb Tower ist auch insolvent. Also Sie sehen, es können auch solche Gebäude insolvent gehen. Ne? Das ist eine überraschende Erkenntnis. Ja, aber es ist möglich. Aber nochmal zurück zu diesem ganzen Energiethema. Wie gesagt, es wird jetzt erwartet, dass eben dann dieser Sturm die Energieproduktion durch Windkraft in Deutschland zu einem neuen Allzeithoch führen wird. Das Problem dabei, wie hier ein Kommentator auf Finanzmarktwelt schreibt, ist, dass dann der Strompreis gegen Null oder sogar ins Negative gedrückt wird, weil einfach zu viel da ist. Und der Strom ist dann faktisch also nichts wert, was nichts kostet oder negativ kostet sogar, also dass die Erzeuger dann sogar den Leuten, die es abnehmen, Geld bezahlen. Das zeigt so ein bisschen auch das Grundproblem der deutschen Energiewende. Das Ganze basiert eben darauf, entweder hast du zu wenig, dann müssen andere Energieformen einspringen, die eben meistens CO2-intensiv sind, wie LNG oder Kohle, oder du hast zu viel und du kannst es leider nicht wirklich adäquat speichern, also muss es sofort weg, muss sofort wegtransportiert werden, dadurch ein Überangebot. Und das bedeutet, dass auf absehbare Zeit eben das ein Zuschussgeschäft ist, dass diese Energieformen nicht wirklich wirtschaftlich betrieben werden können. Faktisch also propagiert die deutsche Bundesregierung eine Energieerzeugungsreform, die per se unrentabel ist, und legt die Kosten dann auf Firmen und Konsumenten um. Ob das wirklich so schlau ist, sei dahingestellt. Ich glaube, es ist nicht schlau. Schauen Sie sich mal diesen Artikel an als erste Empfehlung. Zu dieser tollen Nachricht für Roberto Habeckino. Erste Empfehlung, und die zweite Empfehlung für die Bitcoinistas: Bitcoin auf 4 Wochen tief. Die ETF-Begeisterung ist erst einmal ziemlich verflogen, so muss es heißen. Warum, wieso, weshalb in diesem Artikel. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am Montag. Servus, ciao.